Der Albtraum steckt mir jetzt noch in den Knochen. In Hamburg steht ein Spukhaus, da fängt alles an. Träume, die nach 20 Jahren noch auf kleiner Flamme kochen. Und ich vermeide dieses Thema, wenn ich kann. Meine Wohnung, das Versteck gesuchter Terroristen. Die Verhaftung, die Verhöre und dann noch vor dem Haus. Die Leiche des erschossenen Polizisten. Der spart mir Einzelheiten, ich will auf was anderes raus. Einsamer Wolf und sozusagen Einzelkämpfer nahm ich damals manchen Ärger gern in Kauf. Hielt mich für stark, ein Irrtum und den Dämpfer, den setzte mir die Staatsgewalt dann auf. Ich denke nur, der weiß, wovon ich spreche, den die Justiz auch schon mal in die Mangel nahm. Totales Ausgeliefertsein, die Schwäche, die nackte Angst und das Gefühl der Scham. Abgemagert mit zerfetzten Nerven, gelang es mir nur knapp, mich zu befreien. War fast bereit, mich ganz zu unterwerfen. Ich hatte Freunde und dazu noch große Schweine. Andere, die auch nicht zu Kreuz krochen, die klüger und gewitzter waren als ich. Hat die Justiz dann noch auf andere Art gebrochen. Sie sind verbittert oder wurden wunderlich. Magen noch beim Anblick der Gestalten, die mächtig sind, die man vom Fernsehen kennt. Wenn jemand und der mag sich dann für unabhängig halten, sagt, ob einer Popstar ist, ob Kanzlerpräsident, geht mir am Arsch vorbei. Dann hat er schon gelogen. Die Macht stößt manchen ab, wie dem auch sei. Die meisten werden von ihr angezogen. Nur gleichgültig bleibt kein Mensch dabei. Angeboten oft verlockend schön, seit der Macht hat es mir nie gefehlt, mich doch nun endlich mit ihr zu versöhnen. Ich widerstand doch meistens ängstlich und verquält, meiner eigenen Kraft misstrauend und verbissen. Inzwischen nehme ich das gelassen hin, ich habe mich befreundet mit dem Wissen, dass ich ein Mensch und damit auch verführbar bin.